Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern, hier ist wieder eure Andrea von der Sportvereinigung Besigheim. Heute mit dem Thema Lauf-ABC. Also ich werde euch lauter verschiedene Lauf-, Geh-, Sprung-, Hüpfarten vorstellen, Fortbewegungsarten, die ihr in verschiedenen Sportarten braucht. Zum Beispiel beim Gerätturnen, dort müsst ihr die Geharten oder Sprung-Hüpfarten ganz sauber darstellen. Oder aber beim Fußball, da braucht ihr ein großes Repertoire an verschiedenen Bewegungsarten, Fortbewegungsarten, die ihr in der jeweiligen Situation auswählen könnt. Oder aber bei der Leichtathletik, da müssen sie oft ganz kraftvoll eingesetzt werden. Da müsst ihr auf Weite, auf Schnelligkeit, auf Höhe Werte bringen. Also da kraftvoll Impulsübertragung nennt man das Ganze. Da ist der Schwerpunkt hier anders. So, und damit wir gleich mal so ein bisschen reinkommen, würde ich sagen, starten wir am Platz. Ich stelle euch die verschiedenen Arten vor und dann geht's weiter in eine Geschichte. Los geht's. So, Kinder, was wir heute brauchen ist, ihr holt euch bitte zwei Becher, verschiedenfarbige Becher. Wenn ihr keine Becher habt, dann könnt ihr auch Stofftiere nehmen. Ihr müsst einfach eine Linie kennzeichnen. So, und wir arbeiten heute, ihr seht schon, mit ABS-Socken oder sogar barfuß, ja, damit wir die Sprünge und Laufstile besser zeigen können. So, ich zeige euch erstmal alle Laufarten am Platz. Also ich bleibe jetzt hier stehen und wir machen einfach mal alle mit. So, wir fangen an, wir heben ein Bein an auf die Fußspitze, rollen ab und ihr hebt das gleiche Bein nochmal an und roll ab, ja, bis zur Ferse. Okay. So, jetzt wechselst du das Bein mal, anderes Bein, roll ab und die Zehenspitze bleibt dabei immer auf dem Boden. So, wenn wir das schon können, dann wechseln wir mal ab, einmal links und einmal rechts. Genau. Sehr schön. So, und wenn ihr das so gut könnt, dann macht ihr den Wechsel gleichzeitig. Ja, dann seht ihr schon eine ganz tolle dynamische Bewegung. Sehr gut. Ihr macht mal weiter, ich mache es mal seitlich. Genau. Schön abrollen. Okay. So, und jetzt probiert ihr mal so die Fußspitze so leicht anzuheben, ein bisschen schneller zu werden. Ja? Und jetzt kommen wir schon so ein bisschen ins Dribbling, nimm die Arme einfach locker mit dazu. Ja? So wie sie dazu schwingen, gar nicht viel überlegen, einfach mitnehmen. Sehr schön, ein Dribbling haben wir jetzt. Okay, jetzt wirst du wieder kleiner, wir gehen mal. Gehen, kennt ihr alle? Auf dem Platz. Sehr schön. Dann gibt es noch in meiner Geschichte Stampfen. Und jetzt dürft ihr richtig laut sein, ja? Wirklich mit dem Fuß ganz aufstampfen auf den Boden. Nimm die Arme mit dazu. Klasse. Gut, werde wieder kleiner. Gut, wir laufen. Ganz lockeres Laufen am Platz. Wir drehen uns einfach mal um ganz. Sehr schön. Laufen kennen wir auch. So, wenn wir die Knie vorne ein bisschen nach oben nehmen, nennen wir das Kniehebellauf. Ich mache es mal seitlich, ja, und jetzt heben wir mal wirklich ganz weit nach oben an. Sehr gut. Und wieder kleiner werden. Wir laufen am Platz wieder. So, jetzt fersen wir an. Das heißt, die Ferse geht Richtung Gesäß. Oberkörper bleibt trotzdem aufrecht. Gut. Noch ein bisschen. Wir werden wieder kleiner. So, dann brauchen wir noch, jetzt brauchen wir noch einen Hopserlauf, den können wir auch am Platz machen. Ich mache einfach mal vor, ihr probiert es nachzumachen. Ich mache es seitlich mal. Seht schon, die Hand geht ganz locker mit dazu. Und es geht da-dam, 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 da-dam. Nach oben. Wenn das schwer fällt, dann kann es auch mal probieren. Hier von einem Becherchen zum anderen.
wieder in die Mitte zurück. Wir bleiben mal stehen. So, dann brauchen wir noch den Seitgalopp. Dann nehmt ihr ein Bein zur Seite und jetzt wechseln wir. Zack, zack. Und das wird der Seitgalopp. Und zur anderen Seite, guck. Ja, Bein zur Seite stellen und wir wechseln das dann. So, dass ihr praktisch das Bein, das andere so tut, als würdet ihr es wegschlagen. Ja, Seitgalopp. Können wir ein bisschen kleinere Schrittchen machen und können wir ein bisschen weiter. So, und dann haben wir noch einen Pferdegalopp. Den machen wir auch ein bisschen in der Vorwärtsbewegung. Und richtig galoppieren. Ne? Galoppieren, 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 galoppieren. Ja? Da-dam, da-dam, da-dam. Und nochmal. Okay. So, ich glaube, das waren alle Fortbewegungsarten, die wir für meine Geschichte brauchen. Und jetzt starten wir. Gut. Wir gehen heute wandern. Ja? Wir setzen erstmal den Rucksack auf. Es ist ein wunderschöner Tag, so wie heute hier. Und wir wandern einfach mal los. Wir gehen. Ja? Wir gehen, drehen hier um und gehen wieder zurück. So, das ist ja ein ganz hoher Berg, wo wir rauf wollen. Also muss man ein bisschen länger gehen. Wir gehen einfach von links nach rechts. So, dann wird der Weg schon ein bisschen steiler. Ja? Da muss man ein bisschen mehr starten. Nimm die Arme mit dazu. Es geht schon ein bisschen steiler bergauf. Ja, nimm die Beine etwas höher. Genau. Gut machst du das. So, wir haben ja einen ganz sportlichen Wanderer. Der macht hin und wieder Trailläufe. Und der trainiert. Und wenn er trainiert, dann kommt er immer an dieser Strecke vorbei und macht immer so kleine Kniehebeläufe. Zack, 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 zack. Und ihr seht, ich nehme die Arme mit dazu. Zack, 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 zack. So, das ist schon anstrengend. Ein bisschen aufschnaufen. Und wir machen das nochmal. Hopp, 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 hopp. Schnell. Und wieder zurück. Hopp, hopp. Okay. Und wieder einmal durchschnaufen. Letzte Runde. Komm. Und nochmal. Zack, 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 zack. Okay, und wieder zurück. Sehr schön. Gut, unser Wanderer wandert weiter. Schöner Tag, Blumen blühen. Ja, wir kommen an eine Almhütte. Ja, da wohnt die Bergbewohner, Bergbauer wohnt da mit seinen Pferden. Ja. Und die Pferde, sie sind auf der Koppel und die sind natürlich ein bisschen wild und die galoppieren hier rum. Dreht wieder um. Genau, sind zwei Pferde. Nochmal. Genau. Hopp, hopp, hopp. Sehr schön. Gut. Der Wanderer bleibt stehen und sieht eine Katze auf der Wiese. Katze, müssen wir runtergehen? Auf allen Vieren und dann schleichen wir mal hier entlang. Okay. Ihr dürft euch schön umdrehen und wieder zurückschleichen. Okay. So, die Katze bleibt auf einmal stehen und sieht eine Maus. Und die Maus, das ist so eine kleine Maus, da trippeln wir. Guckt, nehmt wieder die Arme mit, ganz kleine. Schritte machen. Ja. Und wenn so eine Katze auf der Wiese ist und eine Maus sieht, dann bleibt sie irgendwann ganz gebannt stehen. Halte mal fest. Okay. Und dann schleicht sie sich an. Halten. Und nochmal anschleichen. Halten. Das probieren wir jetzt auch rückwärts. Halten. Andere Seite halten und wieder zurückkommen. Sehr schön. Was machen die Pferde? Die werden ein bisschen unruhig, weil die Katze auf der Wiese ist. Okay, nochmal. Okay, nochmal.
zwei Pferde zweimal hin und her. Okay. Der Wanderer steht auf der Koppel, an der Koppel, und der sieht nicht so recht. Dann denkt er sich, oh, ich möchte auf die andere Seite. Machen wir einen Seitgalopp rüber. Da sieht er auch noch nichts. Nochmal zur anderen Seite. Sieht immer noch nicht, was auf der Koppel los ist. Pferde sind immer noch unruhig. In diesem Moment merkt aber der Wanderer, dass hinter ihm irgendetwas im Schuppen, im Holzschuppen vom Haus, sind Geräusche. Und da ist ein älterer Mann. Und der ältere Mann, der arbeitet mit Holz, und beim Holzwachen muss man öfters mal rückwärts gehen. Wir gehen mal rückwärts. Dreh hier wieder um und geh wieder da rückwärts. So, und jetzt probieren wir die Bewegung ein bisschen schneller. Wir laufen rückwärts. Okay, dreh wieder um und lauf wieder zurück. Komm, probier das nochmal. Ist gar nicht so einfach. Rückwärts laufen und wieder zur anderen Seite. Der Wanderer, ja, Wanderer, der hier immer noch am Zaun ist, der fragt den älteren Mann, was ist denn mit deinen Pferden los? Die sind hier so unruhig. Der ältere Mann, rückwärts gehen, der sagt, oh, ich glaube nicht, dass da irgendwas los ist auf der Koppel, sondern das ist das Wetter. Vielleicht sind sie wegen Wetter so unruhig. Und in diesem Moment geht aber die Tür auf und Klein Peterchen kommt heraus. Klein Peterchen im Hopserlauf. Und der hopst hier raus, froh gelaunt, und schreit, Miezi, wo bist du denn? Ja, und die Miezi, die ist im Gras, die hebt immer noch gerade den eine Pfote nach vorne und setzt gerade zum Sprung an. Vor ihr ist immer noch die kleine Maus. Und machen wir es mal rückwärts. Komm. Okay. Und in diesem Moment, wo Peterchen ruft, Miezi, schaut die Maus auf und sieht die Katze. Die Maus schnell, ganz schnell, springt ins Mausloch. Und die Katze ganz gemächlich dreht sich um und läuft auf Peterchen zu. Peterchen kommt ihr entgegen. Nimmt die Katze auf und freut sich ganz arg. Und da macht er Freudensprünge. Zweimal links und zweimal rechts immer. Hopp, 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 hopp. Probiert's mal aus. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Komm, Peterchen freut sich. Richtig. Sehr schön. Super. Peterchen hat seine Katze, läuft mit ihr gemütlich zum Haus zurück. Der Wanderer hat alles gesehen und sagt, wow, was für ein schöner Tag, was für ein schönes kleines Erlebnis, und wandert gemütlich weiter Richtung Bergspitze. Und wir wandern noch mal einmal hin und her. So. Und, liebe Kinder, ich würde sagen, wir lassen den Wanderer ganz in Ruhe mal auf seinen Gipfel noch steigen. Und wir verabschieden uns für heute. Und mir hat die kleine Geschichte mit euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr seid nächstes Mal auch wieder mit dabei. Tschüss, sage ich dann.